Neues für die Lagerküche! Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arnold der Schandmal auf Kabau TV und heute ist ein kurzes Video zum Thema Lagerküche bzw. zu meiner neuen Pfanne hier. Die ist meiner Meinung nach super cool aus verschiedenen Gründen. Also ja, sie ist von ritterladen.de, ja, ich habe sie mir bestellt, um sie auch testen zu können. Und was ich super cool finde, ist auf der einen Seite diesen sehr stabilen Griff oben und diese 4-Punkt-Aufhängung, womit sie auch, wenn sie so hängt, einfach nicht kippt. Das kippt nicht. Das ist eine meiner größten Sorgen, immer wenn das vor allem nicht fest ist, sondern eben mit Ketten und sonstigen Haken und so gemacht wird, dann ist das oft instabil. Das ist total stabil. Hat hier noch einen Ausgießer für Soße sozusagen. Ja, also man sieht den hier, was ich als nettes Feature empfinde. Und halt hier den geschmiedeten Haken oben dran. Also das hängst du mit dem Dreibein einfach auf und ich finde das super praktisch. Was außerdem sehr praktisch ist, ist natürlich, dass du das dann hier in dem Henkel auch greifen kannst. Übrigens wird das heiß. Ja, das wird sehr heiß. Dann nehmt ihr auch ordentlichen Lappen dafür oder dicke Handschuhe, weil das ist nicht zum Anfassen, wenn das mal lang genug über dem Feuer war. Sollte eigentlich klar sein, ich sage es nur dazu, weil es gibt immer wieder Leute, die nicht nachdenken und einfach dann die Griffe dran haben. Das passiert jedem. Mir sind solche Sachen auch schon passiert. Nicht nachgedacht, hingegriffen, aua. Hiermit habt ihr den Warnhinweis. Und natürlich, dadurch, dass das Zeug halt entsprechend aus einem Material ist, das rostet, ja, es rostet, es müsst ihr pflegen. Das heißt, es muss geölt werden und so weiter und so fort. Und entsprechend geputzt werden. Allerdings, andererseits ist es so, ja, Eisen ist auch nicht schlecht, wenn man zu sich nimmt, ne? Also es gibt einen natürlichen Abrieb wahrscheinlich mit der Zeit, ist aber jetzt nichts Tragisches. Also das ist zum Kochen, wie gesagt, super. Durch die flache Auflage unten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, sie wo drauf zu stellen, ja. Das heißt also nicht nur jetzt in die Mitte vom Tisch auf dem Brett, damit der Tisch nicht kaputt wird, sondern unter anderem auch, wenn ihr einen Grillrost habt und nichts zum Aufhängen, oder einfach nur zum Beispiel ein kleines Dreibein. Also so, kennt ihr diese Dinger so dreieckig und drei Haxen dran und das könnt ihr über die Glut stellen. Könnt ihr das drauf stellen, braucht ihr den Haken nicht, habt ihr die Pfanne einfach ganz normal. Ich finde sie super praktisch. Also da wüsste ich jetzt nichts, was ich irgendwie bemängel. Ich meine, die Größe ist eher so für eine kleinere Familie oder für einen sehr hungrigen Menschen. Kommt immer drauf an, ob das, was da drin ist, das Einzige ist, was ihr esst oder ob das halt ein Teil des Mahls wird. Aber das Ganze in größer wäre eher so für mein Augenmaß. Aber ich dimensioniere immer zu groß. Das ist mein Fehler. Also ich koche immer für 8 Leute. Wir sind zu viert. Ja, reicht für 2 Tage, ist auch nicht schlecht. Aber es ist einfach so, für die normale Lagerküche, für ein Frühstück, Ham and Eggs und so, oder für solche Dinge, perfekt geeignet. Ja, also Link wieder zu ritterladen.de, mein Reflink übrigens, ja klar, ich kann damit auch verdienen, findet ihr unten in der Videobeschreibung, ist kein direkter Link, sondern allgemeiner, könnt euch durchklicken. Unten steht natürlich beim Reflink auch wieder die genaue Produktbezeichnung dabei. Ansonsten bedanke ich mich für geneigtes Gehör. Gleich werden hier nochmal die Patreon-Unterstützer durchlaufen. Das ist das vorletzte Mal hier. Auf Patreon hatten wir eine Umfrage, ob sie lieber gratis Musik haben möchten oder weiterhin im Nachspann genannt zu werden hier auf YouTube. Irgendwie sind die Leute mehr an Musik interessiert, also werden wir das hier outsourcen. Das heißt, Patreon wird hier kein Thema mehr sein, außer ihr wollt bei Patreon mit unterstützen, um gratis Musik zum Beispiel einmal im Monat abzugreifen, einmal im Monat einen gratis Klingelton und so weiter und so fort. Könnt ihr ja mal euch anschauen, wenn ihr wollt. Und hier sehen Sie auch schon unsere Patrons. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr bis jetzt bei mir wart und vielen herzlichen Dank an alle Zuschauer. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, euer Arnold auf Kabau TV.